Hallo liebe Hausbauhelden, in unserem heutigen Hauscheck mit Grundrissanalyse zeige ich euch ein echtes bewohntes Kundenhaus von Fertighaus Weiß, das einen sehr interessanten und effizienten Grundriss für ein Familienhaus aufweist. Außerdem ist das Haus in einer angesagten Fassadenfarbe gestrichen, nach der uns ganz viele von euch schon oft gefragt haben, und diesmal haben wir sogar eine Farbnummer für euch. Also bleibt dran! Dieses Einfamilienhaus möchte ich euch näher zeigen, weil es neben angesagten optischen Details wie schlanken Linien, leicht schlammfarben abgetönter Putzfassade und trendiger Einrichtung innen ausreichend Platz mit wirklich großen Kinderzimmern für eine 4- bis 5-köpfige Familie bietet, aber dennoch vom Grundriss her sehr effizient geplant ist. Bei Außenmaßen von 11,30 m x 9,50 m bietet das individuell geplante Kundenhaus im Erdgeschoss rund 82 Quadratmeter Wohnfläche. Im Dachgeschoss, das aufgrund des hohen Kniestocks von 2,60 m keine Dachschrägen hat, kommen noch mal rund 81 Quadratmeter hinzu. Das Satteldach hat eine Neigung von 35 Grad und einen modernen, schmalen Dachüberstand von 10 cm. Für die spätere Installation einer Photovoltaikanlage wurden entsprechende Leerrohre bereits eingebaut. Flachdachelemente finden sich an der L-förmigen Hauseingangsüberdachung sowie an der Terrassenüberdachung und am Carport. Hier wurde die Blecheindeckung ebenfalls im RAL-Farbton 7016 Anthrazitgrau gewählt. Carport und Terrassendach sind begrünt. Errichtet ist das Holzfertighaus in vorgefertigter Holzverbundkonstruktion. Die Putzfassade ist in einem schlammfarbenen oder auch taubfarbenen Ton gestrichen, den man gerade ganz oft sieht. Und in diesem Fall ist das von der Stoh-Farbkarte der Farbton 16073. Ergänzt wird das Farbkonzept durch graue Details, wie zum Beispiel Dachrinnen und Fallrohre mit farbbeschichteter Aluminiumlegierung in Anthrazit. Einen warmen Kontrast dazu schafft die Haustür aus farblos lackiertem Eichenholz, wobei der Rahmen innen und außen wieder im RAL-Farbton 7016 lackiert ist. Gut ist es, wenn bei so einem Türblatt aus Edelholz das Ganze durch ein Vordach geschützt ist vor zu starker UV-Strahlung und Schlagregen. Auch im Innern schafft die Tür aus querfurnierter, astiger Eiche einen wohnlichen Akzent. Schön und praktisch ist die lange Einbaugarderobe mit Sitzbank, in die auch die Tür zum Technikraum integriert ist. Ins Auge fällt die Lage der zweiläufigen, geraden Podesttreppe im Herzen des Hauses, was einige Vorteile auf beiden Geschossen bringt. Die Treppe wird zum gliedernden Element im Erdgeschoss. Sie nimmt keine Außenwandfläche mit Belichtungsmöglichkeiten für andere Räume weg, denn eine Treppe kann man sehr gut von oben belichten. Und bei geschlossener Ausführung kann hier eine Speisekammer untergebracht werden mit Tür direkt neben der Küche. Die Küche ist ebenfalls im Farbkonzept schwarz und taub gehalten. Praktisch ist die Wandnische für den großen Side-by-Side-Kühlschrank mit Eiswürfelmaker. Denkt daran, dass ihr dort dann für den Kühlschrank auch einen Wasseranschluss einplanen müsst. Daneben sieht man das Bedienpanel für das Smart-Home-System mit Miniserver, über das unter anderem die Beleuchtung, die Jalousien, der Zugang zum Haus und verschiedene Sicherheitsfeatures gesteuert werden können. Essplatz und Wohnbereich schließen sich offen an, wobei das Sofa sichtgeschützt in der Nische hinter der Treppe steht. An der Rückwand gibt es ein Sitzfenster, das durch eine Wandaufdoppelung innen und außen flächenbündig eingebaut werden konnte. Außerdem liegt im Erdgeschoss noch ein Arbeits- und Gästezimmer mit angeschlossenem Duschbad und der Technikraum. Das Effizienzhaus 55 wird mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt und verfügt über eine kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Über die Holztreppe aus geölter Eiche in Faltwerkoptik, also mit Setzstufen ohne Unterschneidung, geht es ins Obergeschoss. Vorteil der mittigen Treppenlage oben: man kann so mit einer sehr kompakten Flurfläche auskommen und trotzdem sieht es nicht eng, sondern großzügig und hell aus. Denn im Treppenhaus ist die Decke bis zum Dach offen. Ein Dachfenster lässt zusätzlich Licht ein. So bleibt Platz für zwei mit 18 und 20 Quadratmetern mal wirklich großzügig bemessene Kinderzimmer.
Durch die geschickte Verschiebung einzelner Wände wurden an verschiedenen Stellen Nischen als Stellflächen für Schränke geschaffen. So entsteht in dem Haus auf Bodenplatte als Ergänzung zum Spitzboden ausreichend Stauraum. Das Elternschlafzimmer wird über die Ankleide erschlossen und bietet dadurch und durch hochliegende Fensterbänder ein Maximum an Privatsphäre. Im Familienbad wünschten sich die Bauherren als besonderes Extra eine indirekte Beleuchtung, die hinter einer Trockenbaukonstruktion verschwindet. Außerdem wurde hier eine sichtgeschützte Nische für Waschmaschine und Trockner geschaffen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar Tipps und Ideen für euch dabei. Und wenn ihr euch die Grundrisse nochmal in Ruhe anschauen wollt, habe ich euch wie immer unten in die Description einen Link in unsere Hausdatenbank gepackt. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns schauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.